stamme aus, wie die Rosa Jochmann einmal gesagt hat, aus einer in der Wolle rot gefärbten Familie. Beide Großväter von mir waren sozialdemokratische Bürgermeister in kleinen Landgemeinden im Bezirk Baden, in Oberwaltersdorf und in Dattendorf. 1934 war das Ende der Demokratie in Österreich. Beide Großväter und der Onkel wurden aus ihren Ämtern entfernt. Kurz nach 1934, noch als Schüler, wohlgemerkt, bin in die Hauptschule gegangen in Kundramsdorf, habe ich für meinen Großvater gewisse Arbeiten getan, über die ich mir also absolut nicht bewusst war. Und zwar in der Weise, es sind also nach 34, einige Monate nachher, Leute zu meinem Großvater mütterlicherseits, möchte ich sagen, bei dem habe ich gewohnt, Karl Operschall. Und da wurde sich zurückgezogen ins Kabinett und wurde gesprochen, da war ich nicht beteiligt. Aber nachdem diese Besucher weg waren, dann hat der Großvater ab und zu gesagt, du Hansi, führ dieses Backerl dorthin, führ dieses Backerl dorthin. Im ersten Moment habe ich gar nicht gewusst, was drinnen ist, aber nach kurzer Zeit ist es mir gelungen, das festzustellen. Es waren nämlich meistens illegale Druckschriften, die Arbeiterzeitung, der Schutzbündler, die Rote Fahne und alles, was es so an linksoppositionellen Zeitungen eben gegeben hat. Was hat uns bewogen? In den 20er, späten 20er, frühen 30er Jahren war in ganz Europa der Faschismus in Förderung. Ja, Faschismus kann man ruhig sagen, im Fortschritt. Es gab einen Rechtstrend in ganz Europa. Und nun plötzlich gab es in Spanien am 11. Februar 1936 Wahlen. Und dort wurde in dem Sinne, wie es immer wieder bei uns in Österreich propagiert wurde, mit dem Stimmzettel ist der politische Gegner zu schlagen und nicht mit anderen Mitteln, dort wurde dieser Trend umgedreht. Ein halbes Jahr später putschen Generäle gegen diese demokratisch gewählte Regierung. Und da haben wir natürlich das Gefühl gehabt, wir müssen dem spanischen Volk zu Hilfe leisten. Wir hatten also fast keinerlei Ausbildung. Wenn ich Ihnen sagen darf, ich bin am 19. Juni 1937 aus Oberwalzersdorf weg und war vier Wochen später in der Schlacht von Brunete vor Quijorna. Nicht? Und ich gestehe es, ich habe furchtbare Angst gehabt. Nicht? Also, Oktober 1938 wurden die internationalen Brigaden aufgelöst. Wir sind dann, die Leute, die aus demokratischen Ländern gekommen sind, die durften wieder in die demokratischen Länder zurückreisen. Aber wir, die Österreicher, die Deutschen, die Ungarn, alle die Nationen, die von den Deutschen zum damaligen Zeitpunkt besetzt waren, Sudetendeutschen, die Tschechen, die konnten nicht nach Hause, wir wurden in Frankreich interniert. Ich versuchte dann also, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, bin dreimal aus dem Lager ausgebrochen, immer wieder erwischt worden, da hat es dann Korrekturen gegeben, Korrektionszelle. Und beim dritten Mal landete ich im Gefängnis von Toulon und dort hat mich dann, so wie es damals üblich war, ein Herr von der Kundkommission, das war eine deutsche Kommission, die hat alle Gefängnisse, alle Internierungslager, alle Spitäler, in denen sich Deutsche und Österreicher galten zu diesem Zeitpunkt, was Deutsche befanden oder befinden hätten können, besucht, die ganzen Listen durchgegangen und haben sie also gefunden. Ja, also der Herr Landauer Operschall ist auch da drinnen. Und da bin ich dann, habe ich also den Entschluss gefasst, auch nach Hause zu fahren. Und so bin ich dann über Paris, wo ich sofort festgenommen wurde, am 28. November 1940, bin ich drei Monate in der Santé, in der berühmt-berüchtigten Santé gesessen, in Einzelhaft und dann per Schub quer durch Deutschland, das hat ein paar Monate gedauert, über Trier, Würzburg, nach Wien zur Gestapo gebracht worden.
Als wir dann in Dachau angekommen sind, es ist gerade grau gewesen, morgen, es waren nur wenig Leute auf dem Bahnhof, aber als wir bei den Fenstern rausblickten, haben wir schon einige Typen gesehen. Es waren die SS-Blockführer, nicht? Die also für die Häftlinge im Lager verantwortlich waren. Typen mit den Schirmmützen, braun gebrannt, weil sie ja auch immer im Freien waren, und Ochsenzimmer in der Hand, nicht? Und ein riesiges Gebrüll. Dass Sie sich vielleicht die Situation vorstellen können. Wir hatten einen mit uns, einen Spanienkämpfer, der hatte in Spanien einen Trümmerbruch durch einen Durchschuss des Oberschenkels. Und der ist bis zu diesem Zeitpunkt immer mit dem Stock gegangen, in Frankreich, überall. Auf dem Bahnhof von München hat er den Stock verloren und hat ihn während der ganzen Zeit in Dachau nicht mehr benötigt. Bei der Einlieferung schon entschied es sich, ob sie überleben werden oder nicht. Ich habe schon erwähnt, wir waren 24 Österreicher und ein italienischer Spanienkämpfer. Dieser italienische Spanienkämpfer hieß Italico Pravin. Und zwei Tage später, als wir dem Lagerführer Egon Zill vorgeführt wurden, schon in Uniform mit Häftlingsnummer, da durfte man sich nicht mehr mit Namen melden, sondern Häftling 26.170 meldet sich. Warum bist du da? Rotspanienkämpfer, immer wieder Rotspanienkämpfer, wo es nie ein rotes Spanien, sondern nur ein republikanisches gegeben hat. Und dieser Italiener hatte im roten Winkel ein I drin, zeichnete ihn als Italiener aus. Und Zill fragt ihn, warum bist du da? Rotspanienkämpfer, Lagerführer. Rotspanienkämpfer? Wieso sprichst du so gut Deutsch? Sagt er, ich war vor meiner Fahrt nach Spanien im Saargebiet im Bergwerk beschäftigt und habe dort meine drei Finger verloren, der linken Hand. Ja, das sind nur die. Haben wir einen Zeigefinger gehabt? Der Zill schaut ihn an und sagt, na, möchtest du deine sonnige Heimat noch einmal sehen? Und der italienische Pravin hat natürlich gesagt, selbstverständlich, ein Lagerführer. Sagt er, ich glaube nicht. Kap, und das war der Lager Capo. Ja. Der Mann kommt in die Strafkompanie, sehen Sie? Und Italico Pravin ging mit dem zweiten Invalidentransport im Jänner 1942 auf Invalidentransport nach Hartheim und wurde dort zu Tode gebracht. Wenn man in das Lager eingeliefert wurde, kam man zuerst einmal auf den Zugangsblock. Und auf diesem Zugangsblock wurde marschieren gelernt. Ein Block ist in 10er-Reihen marschieren und das musste sein, also wie bei der Wehrmacht, nicht? Also wie beim Marsch 1. Und so musste das Marschieren gelernt werden. Für einen Spanienkämpfer war das kein Problem, weil marschieren konnten wir. Und das war schon einmal ein Vorteil, nicht für uns. Es gab Priester, es gab alte Leute, die konnten überhaupt nicht in Gleichschritt marschieren. Die haben also von Haus aus schon einen Minuspunkt gehabt. Dann kam ich natürlich erst einmal in ein Arbeitskommando, Gleisumbau hieß dieses Kommando. Das war ein Kommando von ungefähr 24 Mann. Sie können sich vorstellen, Gleisumbau, was das bedeutet, mit Krampen und Schaufel zu arbeiten. Damals gab es ja noch nicht diese Maschinen von Theurer und Blasser, nicht, die das alles mechanisch machen. Es wurde also die Schienen genagelt, die Weichen wurden genagelt, alles händisch gemacht. Es war ja so, Dachau müssen Sie sich vorstellen, das Häftlingslager und das SS-Lager hat ungefähr die Größe so gehabt wie der erste Wiener Gemeindebezirk, vielleicht ein bisschen kleiner. Und in dieses Lager hinein führten auch Gleisanlagen. Und diese Gleisanlagen wurden durch ein Häftlingsgleiskommando instand gehalten. Die Arbeit war hart, nicht? Die Arbeit war so, dass ich nach dem ersten Arbeitstag, ich hatte ja Hände wie eine Hebamme, ne? So wie heute auch wieder, waren die Hände ja, mit Blut verschmiert, die
Die Blasen sind aufgesprungen gewesen. Ich konnte die Hände am nächsten Morgen nur so öffnen. Nicht? Und da muss ich immer wieder an meinen Freund Josef Beppi Weberger denken. Er ist vor 2 Jahren verstorben, im hohen Alter von 90. Der war Zeit seines Lebens ein Deichgräber, schwer arbeitender Mensch. Und wie ich also zum ersten Mal diese Schaufel in die Hand genommen habe und so geschaufelt habe, nicht, hat er gesagt, Buh, wenn du weiterarbeitest, bist in 3 Tagen kaputt. Eine Schaufel muss schliefen unten am Boden und anschieben tut man nicht mit den Händen, sondern mit den Knien. Das hat er mir gelehrt, muss ich sagen. Heute kenne ich die Arbeit, ich habe 3 Häuser gebaut für meine Kinder in der Eigenregie. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das eine Lebensrettung. Ich muss immer wieder sagen, Überleben im Lager war Glück, Glück und nochmal Glück. Himmler hatte die Idee, eine Porzellanmanufaktur, eine SS-Porzellanmanufaktur zu gründen. Das tat er schon 1935, glaube ich. Geht auch aus Akten hervor. Und der Stammsitz war Allach in der Nähe von München, also zwischen Dachau und München gelegen. Und hieß also Porzellanmanufaktur SS Allach. Das Werk war aber im Lagerbereich selbst drin. Und wurde gegründet. Und dann gab es auch hier auf dem Gebiet einen Arbeitskräftemangel. Zivilarbeiter wurden eingezogen. Wie geht's weiter? Dann hat man gesagt, es wird ja vielleicht auch Porzellanfacharbeiter im Lager geben unter den Häftlingen. Nicht? Und man hat also nicht nur in Dachau Leute gefunden, sondern auch in anderen Lagern, wie Buchenwald, Sachsenhausen und so weiter. Auch da gibt es Dokumente. Und diese Porzellanfacharbeiter wurden aus den anderen Lagern nach Dachau gebracht. Und es gab dann ein Porzellankommando. Eines Tages arbeite ich am Gleisumbau, ich komme am Abend zurück, sagt mir der Karl Soldan, du, wir brauchen einen Kohlenschaufler in der Porzellanmanufaktur. Ich habe dich gemeldet, dass man dich anfordert. Und so war es auch. Ich bin dann in der nächsten Zeit dann also vom Gleisumbau zum Porzellankommando 1 gekommen. Was war das? Das war die sogenannte Hofpartie, wie man es heute nennt auch. Einige Monate später ist der Herr Hein, das war der Chef der Figurenabteilung, zu mir gekommen, war ein Nationalsozialist, möchte ich sagen, ist ein Jahr später gestorben an den Folgen des Nationalsozialismus, denn er musste zur Waffenbesetzung einrücken und die haben ihn an der Ostsee so drangsaliert, dass er Lungenentzündung bekam und starb. Und dieser Hein ist zu mir gekommen und hat gesagt, können Sie zeichnen? Und ich war ein guter Zeichner. Sag ich, ja bitte. Sag, dann zeichnen Sie was. Und ich habe also gezeichnet, als militanter Nichtraucher, der ich heute noch bin, eine Zigarettenschachtel, eine Zigarette drauf, Zündschachtel daneben, und die Zigarette, nicht die Kringel, den Rauch nicht so schön, kann man so herrlich machen. Und sie sagt, passen Sie auf, wir werden Sie anfordern vom 1er-Kommando ins 2er-Kommando, dort wo die Spezialisten sind. So war's. Und meine erste Arbeit, die ich gemacht habe als Porzellanformer, waren ein paar hundert so Armleuchter für einen Luster aus Porzellan. Und dann die ersten Figuren waren so spannenhohe Tanzbären. Wie ich diese Tanzbären und die Leuchter gesehen habe, nach einem Jahr, hat man graus zu schier waren sie, nicht? Aber der Herr Hein hat in mir also, hat Vertrauen zu mir gehabt. Was soll ich Ihnen sagen? 2 Jahre später war ich der Reitermacher. Ja, so habe ich mein Leben gerettet. Denn ab diesem Zeitpunkt hatte ich einen Qualensturz über mir. Ich durfte keine schweren Kessel mehr tragen im Lager, weil meine Hände geschützt werden mussten. Der Widerstand im Lager bestand darin, Bedingungen zu schaffen, dass man überleben kann.
Natürlich hat es auch Akte der Sabotage gegeben. Aber da möchte ich Ihnen gleich ein Beispiel sagen. Es gab, ich weiß nicht, war das in der Kabelzerleg oder Präzifix, im Grunde ist es eigentlich egal. Die verschiedenen Werke wie Heinkelwerk, Messerschmied und haben nicht nur bei ihren Werken Außenkommandos errichtet, sondern haben auch Arbeiten in das Lager Dachau selbst abgegeben. Dort haben zum Beispiel Invalide oder bevor man sie also umgebracht hat, das war in der Zeit vorher, in Baracken diese Arbeiten verrichtet. Kabelstränge für Flugzeuge, Kabelstränge für V1 oder V2. Eines Tages ist also festgestellt worden, dass aus einem dieser Kabelstränge ein Kabel durchgezwickt war. Ne? Sabotage. Das ganze Häftlingskommando antreten. Natürlich hat sich der nicht gemeldet, der das gemacht hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, raus. Dreimal hat man rausgekommen. Die Zahl 7 war, weiß ich nicht, aber so ungefähr ist es für sich gegangen. Und die wurden öffentlich vor dem Arbeitskommando, nicht vor uns, vor dem Arbeitskommando gehängt. Diese Brutalitäten, ja, die haben wir also täglich gesehen. Aber was wir nicht gesehen haben, aber gespürt, war der Umstand, zum Beispiel zwei Sachen, die sogenannten Schützenfeste. Es wurden ja ungefähr 4.000 bis 5.000 russische Offiziere in Dachau erschossen am Schießplatz. Donnerstag hat es geheißen, Fenster zumachen für diejenigen, die im Lager geblieben sind. Und da wusste man, es ist wieder was im Gange. Nicht? Es gab Häftlinge, auch Spanienkämpfer, einige, der Storkam, der Deppli, der Bär-Louis und. Spanienkämpfer, die ins Lager eingewiesen wurden und dann exekutiert wurden im Lager. Kein Prozess, nichts, sondern das wurde auf das Reichssicherheitshauptamt hat angeordnet, der XY ist zu liquidieren. Ich sehe ihn heute noch vor mir stehen in Louis Bär, der, mit dem ich in Frankreich im Lager sehr befreundet war. Es gibt ein Bild von mir mit ihm. Und eines Tages durfte er nicht mehr ausrücken zur Arbeit, stand dann vor dem Arbeitseinsatz. Und als wir am Mittags einrückten, ja, hat uns der Lagerschreiber gesagt, Todeszeit, Louis Bär, 10.45 Uhr, wo im Krematorium. Ob er gehängt wurde, ob er erschossen wurde, kann ich nicht sagen. Es hat geheißen, er wurde gehängt. Nicht? Es war damals ja schon klar, dass Deutschland den Krieg verlieren wird. Nicht klar war allerdings für uns, ob wir überleben werden. Ne? Denn wenn Sie sich anschauen, was in Stein passiert ist, das Massaker in Stein, wenn Sie davon wissen, wenn Sie wissen, was in anderen Lagern passiert ist, wo man Häftlinge in den letzten Tagen rausgesucht hat und umgebracht hat, aus verschiedenen Gestapo-Gefängnissen, überall dort, wo die Alliierten vormarschiert sind, wurden unheimliche Massaker angerichtet. Ne? Also wir wussten nicht, ob wir überleben würden. Ne? Bei einem Symposium wurde ich von einem Historiker gefragt, oder nicht ich gefragt, sondern er hat gesagt, er möchte mehr den künstlerischen Teil der Befreiung dargestellt haben. Wissen Sie, seine Frage allein ist Nonsens, nicht? Was soll da künstlerisch dargestellt werden, nicht? Ich habe einen Nervenzusammenbruch gehabt. Nachher war ich wieder, ja, okay. Ich bin bemüht, bis am Ende meines letzten Schnaufers, was ich sagen kann, bemüht, objektiv die Verhältnisse im Lager, auch in Spanien oder wo immer es gewesen ist, so darzustellen, dass nicht Mythen oder auch negative Sachen übrig bleiben, die heute so ja, gang und gäbe sind. Wissen Sie, wir hatten ja eine Zeit lang Antisemitismus ohne Juden, nicht? Jetzt haben wir nämlich einen Antikommunismus ohne Kommunisten, nicht?
als dann 1945 für mich die Frage auftauchen, was sollst du tun? Habe ich nur Volks- und Hauptschule, habe keinen Beruf erlernt außer Blattbindergehilfe, das ist also wie gesagt der Hilfsarbeiter, der Facharbeiter. Ja, habe ich gesagt, ja, ich muss irgendetwas tun. Sage ich, möchte gern zur Polizei gehen. Ne? Mit einer fast 40-jährigen Tätigkeit als Polizist habe ich 3-mal Brachialgewalt angewandt. Ja? Also hingegriffen auf einen. Aber nie, um ein Geständnis zu bekommen oder irgendjemand unter Druck zu setzen. Aber wenn ein Arrestant in den Kommissariat die Schreibmaschine nimmt und auf mich losgebühlt, muss ich mir wehren, nicht? Sonst wäre sie mir zugestimmt. Ich wäre mir nämlich, wenn ich anders gehandelt hätte, genauso mies vorgekommen wie ein SSler oder irgendein Gestapo-Beamter, der also seine brutale Gewalt dazu verwendet hat, einen Menschen zu demütigen oder zu einem Geständnis zu bringen. Wir wollten, dass es war Illusion, natürlich sagen, dass es nicht mehr so eine Polizei geben würde wie die Gestapo und wie auch die österreichische Polizei zwischen 1934 und 1938.